Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Sendereihe Kunst am Sonntag. Wir haben an diesem Sendeplatz schon öfter Werke der inzwischen doch bekannten Performance-Künstlerin Jacqueline Frey vorgestellt. Heute möchten wir Ihnen ein neues Werk von ihr präsentieren, das in unseren Augen durchaus neue, interessante Konzepte aufweist. Manche Kritiker meinen allerdings, dass es sich hier nichts anderes als ein, nennen wir es mal, modifiziertes Kunstwerk aus der Reihe Kruscht im Badezimmer handelt. Wir sehen allerdings, und hier kommen wir gleich auf die ersten Details zu sprechen, schon neue Ansätze, die es wert sind, darüber zu diskutieren und auch das Neue in diesem Bereich auf sich wirken zu lassen. Sehen wir uns zum Beispiel dieses wundervolle kleine Glassichttäschchen an, das sich hier zwischen den Armaturen der Badewanne in einer außergewöhnlichen Lage, nämlich schräg diagonal im Raum, befindet. Schon allein dieses Kleinod in dem Gesamtkunstwerk bietet doch schon einen deutlichen Hinweis, dass es sich hier um mehr als nur um eine weitere modifizierte Variante handelt. Natürlich finden wir auch das Alteingebrachte und Ehrwürdige, wie zum Beispiel dieses wundervolle Frottetuch, das in einer wundervollen Kontrastanordnung zu den schwarzen Fliesen in weißer Farbe gehalten ist. Aber wenn wir dann nach unten schwenken, sehen wir doch auch, wie hier schwarz auf schwarz in Verbindung mit einer silbernen Hantel eine neue Verbindung von Sport und Dynamik eingehen, speziell wenn man in der Folge in der geraden Linie rüberschwenkt zu der Sporttasche, in der sich dann auch noch einige Utensilien befinden, die, ja sagen wir, wie zufällig hineingeworfen ausschauen, aber in Wirklichkeit natürlich ganz besonders der BH natürlich in dieser Formstellung natürlich uns etwas sagen will. Allerdings wissen wir im Moment noch nicht, was genau. Wenn ich nun einen Schritt zurückgehe, werden wir feststellen, dass das Gesamtkunstwerk in einer noch nie dagewesenen Breite sich dem Betrachter erschließt und über eine, ja sagen wir nochmal, größere Fläche sich auch in drei Dimensionen ausdehnt. Lassen Sie dieses Bild auf sich wirken. Wir, liebe Zuschauer, danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine schöne Woche, bis es wieder nächste Woche heißt, Kunst am Sonntag.